Hallo und herzlich willkommen zu Die letzte Schlacht der Elfen 3, das beste Videospiel aller Zeiten. Neben Die letzte Schlacht der Elfen 1 und 2 und 4 und 5 und 6 und 7, alle egal. Ich nehme das Ganze mit dem Hund die Donau auf und ich hoffe wirklich, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir, denn holy fuck, dieses Spiel ist ein Meisterwerk. Ich frage mich, wann er endlich One Winged Angel einbaut, wenn wir jetzt schon es richtig bedroht haben. Und dann ersetzt er die Lyrics durch, weiß nicht, irgendeinen Kauderwelsch. Ich meine, er hat sogar Take On Me drin. Ich frage mich, in welchem RPG-Pack das drin war. Ja, 6000 Gold. Das ist fast etwas. Das ist ein Kampf. Warum sind die so schnell, Mann? Das sind Drachen, die können halt, die sind bekannt für ihre schnellen Füße. Phönix und Lizardo. Spannend, was die machen, wenn sie keine Mana mehr haben. Jetzt bald. Okay, ich sehe schon. Ja, wobei der Schaden geht. Eigentlich. Ja. Ich meine, viermal weniger oder ein Viertel von einem Zauber, okay, aber du brauchst auch nicht 111 Mana. Ja. Oh ja. Den Teiltränke hast du sowieso genug. Ja, wir haben noch die Top-Tränke, die wir außerhalb benutzen können, die alle heilen. Oh! Salanschwörter. Fuck you. Jetzt kannst du deine Teampartner umwerfen. Warte, was? Jetzt kannst du deine Teampartner umwerfen. Ja, mit Langschwertern. Das ist eine schöne Waffe, die absolut nicht nervig ist. Also das ist besser. Zum Glück flüsterst du, man hört dich nicht. Das war ja der egal. Nee, auslassen, sonst das bist du böse. Böse! Böse? Böse. Da ist Böses im Böse, Böse. Oh, es ist eine Waffe für ihn zu. Oh, das ist schlechter. Okay, dann ist es eine Waffe für sie? Langschwert ist ja alle. Auch die, ich muss sagen, ich finde die Beschreibung auch sehr schön. Langschwert? Ein Langschwert. Eine Dunkelkralle, nur für Alja und Selfia. Eine Axt für den Granit. Geil, Mann! Ein Panzer aus Granit! Und Mann, das war. Ja, Mann ist gegen Gift, das ist dann. Das ist Resistenz, Entschuldigung. Dieses scheiß Menü, ey. Das verbuggte Drecksding. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum das Textfeld, der Textfeldstil komischer Stil ist. Der sieht normaler aus als das komische Blutscheißzeug. Es ist komisch, aua. Aua. Hey, da war ein magischer Ding. Oh, hey, den kennen wir. Das war der erste Gegner aus dem zweiten Teil. Ja gut, aber wir waren am Anfang auch, sind wir gleich zum vierten Dungeon. Ich glaube aber, der war tatsächlich gesagt, kommt was irgendwo im Wald. Ja. Ja, und solche Heinis. Ey! Mir ist es kein Teleporter, dafür hatte ich ein bisschen Angst. Nun habe ich mich geheilt davor. Hier könnte man leveln. Ja, warte. Ja, weißt du, was merkst du lieber mal? Ja, wobei, außer die Gegner respawnen nicht. Shit. Aber. Zwei von. Oh, hilf! Die haben große Steine, das sind wie die Leute aus Dark Souls. Von denen habe ich Angst. Wie krass man hier levelt, ey. Ein Buch der Flamme, ja Mann! Nee, ein Bluch, bitte. Ah ja, schön. Itembuch. Buch der Flamme. Jetzt ist es immer Buch voll was. Enthält Blut. Den Feuerzauber Feuerdistinastasis. Hast du das auch? Wow, fuck. Kannst du nicht einfach durchs Feuer laufen? Ja, irgendwie schade. Du hast 99 Heilstränke.
dann kriege ich Schaden. Oh, Katze, steck mich doch nicht so. Man, ich weiß, man ist unglaublich sexy. Du kannst gar nicht an der Logik zu kratzen, aber... Bin ich kaputt, Katze. Wow, 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 wow. Nur noch 100 Jahre, weil es gibt noch 10.000 Gegner von denen. Den malst du bestimmt allen aus. Was ist? Malst du bestimmt allen aus, weil du Crow bist. So? Siehst du? Da kann man doch nicht nachhören. Wer ist da? Kein. Flieht, solange ihr es noch könnt. Träum weiter. Ja, da dachten weil es... Das sind... Wow, hallo, Behemoth. Meine Fantasu. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass die Hälfte der Sprites mindestens aus Final Fantasy sind. Vermutlich. Ich meine, ein paar von den Personen sind, glaube ich, sogar aus Chrono Trigger. Och nee, keine... Nee. Also Dunkelelf kommt mir tatsächlich auch schon die ganze Zeit irgendwie Chrono-Trigger-mäßig vor. Aber... Sein Gesicht sieht dafür irgendwie low quality aus. Meinst du? Es sieht irgendwie nicht so gut aus, ja. Ich weiß aber nicht, wie viel Mr. Selfie oder wie er eigentlich heißt, wirklich dann gearbeitet, verändert hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Hauptcharaktere nicht einfach nur von einem anderen RPG-Maker gestohlen sind. Wahrscheinlich, ja, okay, das, ja. Aber er hat wenigstens einige Augenbrauen gemacht. Sehr schöne, ja. Mit einem Edding. Du! Der unbesiegbare Gegner. Den habe ich besiegt, aber er ist nicht verschwunden. Du machst wieder schöne Geräusche. Ich? Ja. Entmuted. Also das ist vermutlich oder rauscht der PC? Nein. Er macht ganz, ich meine, der macht ganz leise PC-Gedäusche, aber. Oh, weiß nicht. Vielleicht wird. Ist der PC vielleicht am Schreibtisch dran? Also berührt er den. Ah, das ist das, was sich geändert hat, stimmt. Dann wird die Vibration vom Schreibtisch durch den Tisch verstärkt. Vom PC durch den Tisch verstärkt und geht dann durch ans Mikro. Physik? Ja. Ich wusste gar nicht, dass du ein physikalisches Mastermind bist. Ich bin ein Mastermind. Ich meistere Wissen. Weil ich bin du der Vater von NASA. Bitte verschwinde, Person hinter mir, und bleib nicht auch da. Aber jetzt du. Fuck. So viele Gegner, als alle sind toll. Ich hab ihn umgebracht. Mit all meiner Kraft des Auto-Angriffs. Schon schöner. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte in dem Moment, als ich es gesagt habe. Ja. Hat die Kiste sich jetzt angegriffen oder war das schon der Gegner auf der anderen Seite? Gegner auf der anderen Seite. Ein anderer Dungeon ist ja auch. Da ist deine Hitbox dir wohl voraus. Oh, ja. Aber so was von. Ich kenne mich nämlich sehr gut mit. Das ist jetzt auch verpackt. Da unten ist noch eine Kiste. Nö. Nein, nein, nein. Okay, danke. Scheiße. Da hinten ist kein. Ich kann sie nicht speichern. Hat keinen, einen Stein. Oha. Dann komm, los geht's. Bibel! Ha. Das ist ein Vogel! Ja! Aber ich habe ein anderes Gesicht, das andere ist nur Druck. Mit dem Zauber, der auf mir liegt, verdecke ich meinen scheußlichen Körper. Du armes Vögelein.
Ich habe den Auftrag von Azazel, von Azazel, dass ich eliminieren muss. MNOP. Och, herrje, das müssen doch alle von euch. Und was ist passiert? Alle vernichtet. Punkt. Das gleiche steht dir vor. Träume weiter, Edwin Odysseus, ihr habt keine Chance gegen mich. Doch klar, haben wir eine Chance gegen dich, mein böser Krach. Ist das so eine... Ist das das Unterwelt-Äquivalent von mein lieber Freund? Stimmt. Bestimmt, ja. Wie die Hydrolyph, du erbärmlicher Verräter, du bist ein Verbannter. Dich wird man köpfen und deine schwarze Seele wird verbrannt auf ewig. Hör auf zu singen. Ich? Verbrennen? Nein, du wirst verbrennen. Wieso? Edwin macht dich gefasst auf deinen Tod. Oh, geht es los? Na endlich. Komm her. Nein. Wir werden dich vernichten. Yay! Aua! Mana dran. Du machst einfach mal. Nicht dran. Du machst Magie und zwar Schlaf. Und dann haben wir vermutlich gewonnen. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal so die älteren Final Fantasy spiele. Und dann die ganzen Sprites auftauchen und ich Vietnam-Flashbacks bekomme zu helfen. Ja, finde ich gut. Was gibt's noch für Sachen? Haben wir nicht irgendwie Paralyse oder so rausgenommen worden? Muss sagen. Oh ja, voll krass hier sogar. Junge, Junge. Pass auf, dann machst du noch ein Feuerdestination. Und Feuerdestination. Feuerdestination. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist kein Wort, aber vielleicht ist er einfach schlauer als wir und Destination gibt es tatsächlich. Es gibt die Destination. Ja, das wollte er wahrscheinlich auch schreiben, oder? Ich glaube, der wollte, da gibt es so ein Wort, das ist so ähnlich wie vernichten, aber mir fällt es gerade nicht ein. Moment. Ist das schlauer als wir? So, da hat das auch meine Deckstreibung automatisch korrigiert. What does Destination mean? Ja, bei Englisch. Daneben. Oh, Mana. Fuck. Nee, okay, gibt's nicht. Gut, er ist behindert. Na gut. Finde ich gut. Der lebt ja immer noch. Schau mal, was machst denn du? Ja, ich mach zu wenig Schaden. Ja, meine Güte. So, jetzt kannst du nochmal dann auf ihn einsetzen. Und dann machst du deine Destination ist der Flamingo. Flamingo. Mana Glau, stimmt, das kann ich einsetzen. Das ist gut. Mobs. Oh, der kriegt es nicht. Cool. Cooler Move. Zum Glück gibt es Mana Glau. Pass auf, dann solltest du aber jetzt vielleicht. Ja, ich wollte dann sagen, Edwin futzt der gleich. Oh, das macht nicht viel. Hast du auch sowas wie. Nicht heilen? Ja, gut, meinetwegen. Dann machst du heilen. Wow. Help. Item. Mana Trank. Ja, ja, alles auf ihn. Und du bist der. Hau drauf, Mann. Und du, wer ist jetzt dran? Ist mir egal. Ich mach einfach. Mana Trank. Und dann kannst du. Du kacken gehen! Schauen wir mal, wie viel Schaden Meteorit macht. Oh, nicht schlecht. Hm. Ach, Vogelein, bitte, bitte, lass dich rupfen. Danke! Danke, Vogel. Yay! Nein, das kann nicht sein! Ich bin der dreistärkste Fürst! In der Unterwelt, nein. Du warst es.
Ich spüre keinen Schmerz, obwohl ich blute. Ich werde sterben und das wegen euch, ihr Verdammten. Ihr was? Wie erwartet haben wir es wieder geschafft. Wir werden immer stärker. Ja. Und Willi, wo müssen wir hin? Oh. Wir müssen zur Unterwelt. Ich glaube, der Teleporter ist südöstlich auf einer kleinen Insel. Unrecht. Ich glaube, wir müssen zuerst ins Dorf, um in den Berg hineinzukommen. Ich weiß es nicht. Müssen wir Na super, und du willst uns helfen. Was wagt sich dieser verdammte Elf so mit mir zu dienen? Jetzt komm, wir müssen weiter. Wir finden schon noch ein Haus. Yay. Südöstlich, aber erstmal. Wo ist dein Schiffchen? Wo ist dein Schiff? Wo hast du es gelassen? Nicht rübsen. Das ist schlecht für die Aufnahme. Nee. Doch. Nee. Doch. Wann kommt der letzte Schlacht der Elfen-Anime? Hä? Den machen wir doch gerade. Aber der ist ja voll nicht ZID. Oh. Hey, ist südöstlich oder auch auf der gleichen Insel? Ist hier noch was? Südöstlich auf einer kleinen Insel oder so hieß es. Das ist ja ärgerlich. Ich will dem Teufel so gern ins Gesicht schlagen. Ja, vielleicht will der Teufel dir auch ins Gesicht schlagen. Schon mal daran gedacht. Nee, der will mir nur seine Missgabel in den Bonbon pieksen. Oh.